Hallihallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play The Legend of Zelda Majora's Mask. So, ich frag den jetzt einfach nochmal, was er sagt. Okay. Ich werde jetzt nicht nochmal das Rennen machen, bloß um zu wissen, was der dann sagt. Das ist mir ehrlich gesagt egal. Also es war nett mit euch, aber tschüss. Ihr könnt es vergessen, dass ich jetzt hier ankomme und nochmal so eine Scheiße mache hier. Das könnt ihr absolut vergessen. Kann man hier eigentlich noch andere Gebäude betreten? Nee, ne? Nope, das ist alles nicht betretbar. Ja, okay, wenn es eh nur dieses eine Haus geht, dann kann ich ja wieder weggehen. Wir müssen jetzt die Zeit wieder um... Lass mich mal in Ruhe, Junge. Okay, dann... Was mache ich denn dann? Ist mir ja langweilig. Hauptsache, ich verfehle alles. Mir ist ein bisschen langweilig. Ich will eigentlich nur, dass mein Schwert fertig wird. Ich glaube, ich spule einfach die Zeit vor, nehme das Schwert und was ich dann mache. Fuck. Wie man es nicht machen sollte. Mir wäre jetzt auch nicht bekannt, welche Masken wir hier noch irgendwie erreichen können. Ich glaube, im Notizbuch der Bombe haben wir aktuell auch niemanden stehen, der groß Hilfe braucht. Ja, bei ihr sind wir schon wieder zu spät. Das hilft schon wieder nichts, weil wir hier ihr erst helfen müssen, bevor wir ihr helfen können. Also im Endeffekt, ich sag's mal so, außer bei der Farm haben wir hier nichts. Von daher, ja, ich hole mir jetzt einfach das Schwert und dann gucken wir mal weiter. Das Nette ist, dieses Schwert überlebt halt auch den Neustart. So, gib das Vieh erstmal seine Ruhe. Pass. Wie er extra nochmal auf den Mond gezoomt wird, dass du ja weißt, was hier gerade los ist. Was ist noch eine geheime Schatztruhe? Was ist denn da noch eine geheime Schatztruhe? Ach, da ist dieses Ding wieder, ne? Das ist wieder voll. Ja, nice. Kleine mal öffnen. Aber ohne Auge der Wahrheit sieht man sie gar nicht. Schade. Ich dachte, ich könnte jetzt einfach so heimlich öffnen. Hilft auch. Hilft auch. Moment, nur um nochmal definitiv auf Nummer sicher zu gehen. Dieser Held hier hat auch das Schwert. Ja. Alter, das sieht so geil aus. Ich finde das so super. Okay, hat alles. Gut, dann sammeln wir noch einfach ein bisschen Money. Weil für ein Herzteil brauchen wir 5000 davon. Das können wir jetzt machen, wenn wir eh kein Schwert mehr haben, so. Bisschen chillig. Das ist ja easy. Ja, und wo? So, geben wir ihm hier erstmal unser Geld. Oh,
Boah, Gewitter schrecklich. Ja. Na, sind ja schon fast 5000. Ach, der lässt mich jetzt wieder nicht, ne? Ja. Der lässt mich nur in meiner... Ah, Mann, ey. Jawohl, erstmal ein 20er gefunden und ein 5er noch. Oh, nice. Das kann ja gar nicht besser laufen. So, easy. Auch wenn ich den Schleim bisher noch nie verstanden habe. Alter, innerhalb kürzester Zeit einfach mal 43 Rubine left bei mir. Oh, scheiße. Mit dir will ich nichts zu tun haben. Mit dir will ich absolut nichts zu tun haben. Man kriegt zwar einen Haufen Geld, wenn man dich tötet, aber man verliert richtig viel, wenn man von dir beklaut wird. Und ich möchte es nicht riskieren. Mir stellt sich trotzdem ein bisschen die Frage, wie komme ich endlich an diese Truhe ran? Achso, ich brauche Wundererbsen, ja. Ohne Wundererbse wird das nix. Na, dann gehen wir doch einfach mal weiter. Und machen einfach noch ein bisschen mehr Money. So 1000 wäre doch schon gar keine schlechte Zahl. Vor allem, wenn man die ganze Zeit blaue findet, ist das auch nicht verkehrt. Okay, weiter. Was ist denn hier? Keine Ahnung, was das hier ist. Hier ist auch sonst nichts Geheimes. Okay, dann gehe ich wieder. Keine Ahnung, was da hier sein soll. Als ob man hier nur Bomben kriegt, das ist ja kacke. Viel Erfolg beim Versuch, mich zu erwischen. Da ich nicht gegen euch kämpfe, seid ihr mir egal. Ja, das sind diese Selbstmordviecher. Die sind auch super. Alles, was sie tun, ist sich selber umbringen. Solch heldenhafte Viecher. Das ist nicht das Risiko. Es gibt immer noch diese Zeitspanne, wo sie dich erwischen können. Die ist nicht groß, die Zeitspanne, aber sie können dich erwischen. Und das ist genau das Problem. Wenn sie einen dann doch mal erwischen, guckt man ganz schön blöd aus der Wäsche. Und fühlt sich ziemlich dumm. Oh, gut, danke. Gehen wir noch einmal komplett durch. Und dann habe ich genug Geld.
So, jetzt sind wir wieder hier. Alter, 143, das ist echt ordentlich. Der hat uns halt einfach nicht mal mehr kommen sehen. Wir haben ihn einfach umgebracht. Wir sind so brutal, ey. Gut, 169, also die 200, ihr seht, das geht relativ schnell sogar. So, okay. Ja, im nächsten Part machen wir auf jeden Fall wieder Story weiter, aber ich werde jetzt heute keinen weiteren Part mehr aufnehmen. Oh, shit. Oh, shit. Der hat das auf mich abgesehen. Oh, oh, oh. Häng ich an der Wand. Das ist auch nicht schlecht. Kann man auch mal machen. Aber oh, ich brauche sogar schon noch zwei Rubine bis zum Maximalstand. Du hast einen. Danke. Dann gehe ich mal wieder und guck mir mal an, was das hier an der Wand ist. What? Wie soll das denn funktionieren? Ja, lol. Alles klar. Okay. Whatever. So. Okay. Dann gehen wir mal ab zur Bank. Und von der Bank aus gehe ich dann wieder zurück. Ich hole mir jetzt mein Schwert und dann soll es das gewesen sein. Ganz 1000 sind es noch nicht, aber egal, so nach und nach werden es mehr. Ja, ich bin ganz schön reich, ne? 823. Ich weiß gar nicht, was einem noch gibt, aber einem bei 1000 schon die große Geldbörse gibt, mit der man 500 einsammeln kann. Das wäre natürlich sehr praktisch. Gut, ja, egal. Dann gehen wir mal dahin und lassen mal Zeit voranschreiten. Dann kann ich die Folge nicht noch schneiden. Anders wäre es mit dem Schneiden ein bisschen kacke. Was ist das eigentlich für ein Felsen da unten? Mit Absicht da? Ich habe keine Ahnung, ob man die wegsprengen kann. Egal. Wie war das? Du bist noch dabei, ne? Ja, okay. Oh, ich freue mich schon so sehr, wenn ich dieses Schwert endlich wieder habe. Okay. Ja, bitte zur Nacht reisen, danke. ...36 Stunden verbleiben. Und wir waren noch nicht ein einziges Mal da, wo es Taya wollte. Es wird Zeit für die Dämmerung des letzten Tages. Dann holen wir uns unser Schwert und dann, super, dann habe ich diesen Teil auch schon abgeschlossen. Sehr schön.
Gut, give it to me, baby. Aha, aha. Sieht man das hier irgendwo rumliegen? Nee, na schade. Nun denn. Zwar hat es ein bisschen gedauert, aber jetzt ist es fertig. Dein Elfenschwert erfuhr die Macht der ewigen Elemente. Sein neuer Name soll fortan Schmirgelklinge sein. Ja, und das ist es, das ultimative Schwert. Zumindest, ja. Die ultimative Form unseres Kokiri-Schwertes. Also unser Kokiri-Schwert wird schon ziemlich badass. Durch die Kunst des Schmieds trennt diese edle Klinge Licht von Schatten. Selbst die Mächte der Finsternis vermögen es nicht, den Geist der Gerechtigkeit aus dem Stahl dieses Schwerts zu vertreiben. Tada! Ein stärkeres Schwert als dieses wirst du nicht finden. Egal wie oft du es einsetzt, niemals wird es seinen Schneid verlieren. Oh, ich habe fast den gesamten Goldstaub verbraucht. Was übrig blieb, habe ich für dich entsorgt. Nun, danke. Dann gehe ich mal. Oh, da oben ist eine Uhr. Oh, nicht schlecht. So. Nun denn, es wird Zeit. Oh, schaut es euch an, wie geil dieses Ding aussieht. Oh, heiß. Damit wird Link jetzt so richtig das Böse vernichten können. Das Horror-Kit hat keine Chance, wenn wir es damit aufschlitzen. Ich meine, wenn wir ihn damit zeigen, dass das, was es getan hat, falsch war. Und unser erster Feind ist... eine... ist die Wespe, die wir jetzt... auf diese Art und Weise brutal getötet haben. Sie hatte keine Chance, aber wir hatten Chance. Also ihr seht schon, das funktioniert soweit ganz gut. Alter, die Attacke ist auch krass. Alter. Jawohl, gleich nochmal Kohle, ey. Alter, was für eine krasse Attacke. Das will ich jetzt mal hier bei diesen bewegenden Büschen ausprobieren, ob da überhaupt einer von denen überlebt. Alter, ja leck mich doch. What the heck? 50 Rubine, nur von den Dingen, die hier waren. Krass. Ist mir die Frage, die sich mir hier so stellt. Also einerseits können wir das Ding wegbomben, das will ich jetzt mal ausprobieren. Nein. Okay. Aber man kann die... ja. Man kann die Krüge da oben auf diese Art und Weise zerstören. Also ich würde sagen, mein Geld fordere ich nicht zurück. Ich denke mal, ich kann sehr zufrieden mit dem Ding sein. Alter, wie nice. Ich hoffe natürlich, dass die Rubinchance für 20 Rubine erhöht ist. Wenn man mit dem Schwert so viel auf einmal weghaut. Das kann ich mir vorstellen, dass es damit zusammenhängt. Ja, oder ich verkack's. Ich kann es natürlich auch einfach verkacken. Das übe ich jetzt nochmal. Weil diese Instant-Wirbelattacke ist echt nichts Verkehrtes. Das sollte ich können, vielleicht. Aber nur vielleicht. Ja, leck. Also noch einmal. Ja, leck mich doch! Mach doch deinen Scheißwirbel! Ja, jetzt kannst du ihn! Toll gemacht! Aber erstmal die Viecher warnen, weißt du? Hallo, ich bin da! Ich hab ein Schwert! Ja, das hast du dir verdient, verdammt. Vielleicht wachst du jetzt endlich mal auf, du Idiot, wenn dein Kopf wehtut, weil du gegen die Wand geknallt bist. Noch einmal. Mir egal. So. Kannst du dich einfach umbringen, bitte? Komm, bring dich um. Bring dich um, du Idiot. Du bist selber schuld. Noch einmal. Wann mir wohl das nächste Mal instant so eine Attacke gelingen wird? Wahrscheinlich nie. Aber das ist in Ordnung. Wir üben die jetzt zweimal, damit du halt die auch mal auf die Reihe kriegst, ne? Und dann, wenn du sie auch mal auf die Reihe kriegst, dann...
Achso. Wir ist einfach jetzt die ganze... Komm. Fuck it. Wir machen das jetzt einfach auf den Loser-Weg, weil ich wissen will, ob man wirklich Geld dafür kriegt, wenn man so viele auf einmal weghaut. Alter, scheinbar kriegt man dann echt immer einen roten. Das ist ja krass. Okay, aber nicht immer. Scheinbar kriegt man die nicht immer, die 20. Aber das ist natürlich ein guter Tipp zum Farmen, wenn man da hier diese Stelle kennt und dann... Ich glaube, das war das untere, ne? Ich glaube, hier bekam man den. Bin mir da nicht gerade ganz sicher, aber ich glaube, hier bekam man die 20 auch. Keine 20, okay, das scheint zumindest teilweise noch Zufall zu sein, trotzdem dann. Okay, ein letztes Mal. Und dann sind wir so langsam an dem Punkt, dass wir fertig machen können. Ich weiß genau, was du denkst, aber ich denke es nicht. Ja, hier kamen wieder 20 raus. Ja, das ist ja nice. Jetzt will ich es aber auch wissen. Jetzt will ich es wissen. Ist das genauso möglich in Nordunruhstadt? Wenn ja, wäre das ja übelmächtig. Dann könntest du ja richtig fett Cash damit farmen. Einfach und zwar richtig schnell halt auch, ne? Das wäre übel, wie schnell du da Cash farmen könntest, wenn das gehen würde. Alter, das ist halt, das ist krass. Das habe ich gar nicht gewusst, dass das geht. Boah. Boah, nice, ey. Da kann sie ja richtig abgehen, ey. Was ich jetzt noch machen wollte. Boah, wie war das jetzt wieder? Also da oben soll irgendwo was soll denn diese Schatztruhe sein? Da oben? Kommt doch keiner hin. Wobei, wenn man da hinkommt, kommt man vielleicht auch da hoch. Soll ich mal versuchen, die Bomber zu fangen? Oder habe ich den Code jetzt für immer? Das wäre geil. Nice. 2, 3, 4, 5, 1. Das heißt, ich kann jetzt immer die Bomber... Oh, das ist ja geil. Oh, Hammer. Hammer, dann kann ich ja einfach die Mondträne holen. Das tut ja diese Quest mega vereinfachen. Ist ja praktisch. 2, 3, 4... Ne, 2, 3, 5, 4, 1, glaube ich, ne? 2, 3, 4, 5, 1... Möchtest du den Code haben? Kleiner Junge, ja, den gebe ich dir. Ja, ich bin ein Mitglied. Ihr könnt euch zwar nicht mehr an mich erinnern. Aber das passt schon. Ich will nur die Mondträne und gucken, ob ich diese Schatztruhe öffnen kann. Und wenn ja, was da drin ist. Thank you.
Pfeil. Sorry, aber du darfst nicht leben. Tschüss. Gut. Ach, easy, ey. Boah, vor allem, was ist denn das schon wieder? Eine halbe Stunde Folge. Ich wollte überhaupt nicht so lange machen, ey. Ja. Lass mich mal durchgucken. Es geht mir nur darum, schnell mal durchzugucken. Passt, danke. Schön, wie man den einfach zwingend eine Mondträne spawnen lassen kann. Das ist echt super. Lass mich bitte raus, ich will nur schnell die Mondträne einsammeln, dann bin ich wieder weg. Vielen Dank, wir kommen jetzt am schnellsten wieder. Alter, diese Strategien, ey. Wie schnell ich jetzt hier reise, ey. Krass, ey. Keine Chance, wenn ich gelaufen wäre, hätte das viel länger gedauert. Aber so wie ich die Zeit gespart habe, ist irre. Absolut irre. Mit meinem mächtigen Schwert bin ich so viel klüger geworden. Das kann man gar nicht glauben, glaube ich. Ja, halt die Klappe. Ich hoffe sehr, dass das der Weg ist, den überhaupt gehen soll. Da, nimm Schuh das, okay, und hau ab, verdammte Scheiße. Ja, ist in Ordnung. Wir haben dich ja schon oft genug gehabt hier. Mein Bester. Wir brauchen dich jetzt nicht mehr zwingend, weil wir können in Zukunft einfach den Weg hochklettern. Aber egal. Wobei, das wird, glaube ich, schwer, diese Truhe zu erreichen. Das ist das Letzte, was ich halt noch gerne machen würde, jetzt in dem Zyklus. Einfach mal in die Truhe reingucken. Aber ich glaube, das wird echt ein bisschen knapp oder schwer. Doch geht. Oder es geht auch nicht. Aber ganz knapp nicht. War ich nicht genau da? Muss man da genau aufs Eck? Alter, lost halt einfach nur. Lost wie ein Turnschuh. Du siehst mich eh nicht, also sei still, du Töle. Ah, wie soll das gehen? Was auf jeden Fall gehen sollte, ist jetzt hier mal drüber kommen. Easy. Okay, das geht. Geld? Ja. Dann gebe mir jetzt erstmal das Geld ab und dann google ich einfach mal schnell, wie ich da hinkomme, weil ich will da hoch. Nicht, dass wir da wieder so einen Enterhaken oder sowas brauchen und von hier aus starten müssen. Bam! Ja, ich gebe mein Geld ab und dann gucke ich einfach mal. Weil das würde mich schon interessieren. Beziehungsweise ich will auch nochmal eine andere Truhe in Ostunruhstadt holen. Bisschen Geld und so. Ja. Alles gut.
Wir erreichen heute bald die 1000. Aber ganz knapp nicht. (lacht) 995, mir fehlen so wenig zu den 1000. Wahrscheinlich kriegen wir bei 1000 was, wetten. Aber ich habe da was, was ich gerne einsammeln möchte. Und das bringt auch nochmal Geld. Aber mich würde halt echt interessieren, wie ich an diese Truhe rankommen soll. Das würde mich echt schon mal jucken. Er rennt so schnell, wie es nur geht. Wie war das? Ich muss jetzt irgendwie da drauf. Genau sowas gewesen. Dann können wir hier hochklettern. Und hier. Hier hinten. Ganz gut versteckt. Ist ein fucking 100 Rubine. Und die sind jedes Mal wieder da. Das ist das Geile daran. Die sind jedes Mal wieder da. Das heißt, jetzt haben wir schon 1095. Und ich hoffe sehr, ich kriege die große Geldbörse dafür. Das wäre sehr hilfreich. Ach übrigens, vor allem Garon hat dieser Hund Angst. Falls sich einer wundert, weil er ja beim Deku aggressiv ist, beim Garon hat er glaube ich Angst, nur im Sorda ist er cool oder so. Bin mir nicht sicher. So. So. 1000, ja. Das nennt man wohl Zinsen. Alter. Nehmen. Okay. Damit haben wir 1100 und ich mache mal kurz Pause und guck einfach mal. Schatztruhen und so. Oh, okay. Okay, also die auf dem Turm können wir noch nicht haben, aber es gibt noch eine beim Observatorium, die hole ich jetzt noch. Einfach, weil wir es können. Und weil wir halt, wie gesagt, 5000 Rubine ansparen müssen. Das wird ganz schön lange dauern. Aber deswegen holen wir jetzt die eine noch und dann soll nach 35 Minuten der Part auch mal vorbei sein. Ich überlege gerade, ob ich den vielleicht einfach mal so per Schnitt teile. Das mache ich ja normalerweise nicht, dass ich irgendwie mitten im Video schneide, wenn ich zu lange brauche. Aber ich würde mir halt ein Part aufnehmen sparen. Das wäre halt das Praktische daran. Interessiert mich nicht. Ach, und hier ist das, okay. Krass. Das muss man auch erstmal finden. Aber wenn man es findet, wird man reich belohnt. Und? Bam. Also so sollte das natürlich dann relativ gut sogar zu lösen sein. Naja, versuch dein Bestes, mich zu töten. Bisher sieht es ja so aus, als ob du es versuchen würdest. Immerhin. Beeindruckend. In Gebäuden hat das, glaube ich, keine Wirkung. Ich kann mich hier jetzt nicht porten. Und für die 3 Meter Unterschied lohnt sich's nicht.
Den Turm können wir noch nicht erreichen, das ist aber auch gewollt. Habe ich gerade im Internet nachgelesen. Ich meine, ich habe es glaube ich auch schon gesagt, weil ich es kann. Aber naja. Gut. Achso, jetzt könnte ich ja mal kurz zeigen. Also ihr seht, er hat Angst vor dem Goron. Er hat Angst vor dem Goron, weil der Gorone so groß ist, so mächtig und ihn töten kann, wenn er will. Deswegen habe ich hier mal das Ding weggetan, dass er keine Angst mehr haben muss, der arme kleine Frecker. So, ich frage mich nur echt, wann wir die große Goldbörse, die Goldbörse kriegen, ja. Dass wir mal unser Gold einsammeln können. Ja, nimm Geld. Nimm, ja, ist alles in Ordnung. Nimm alles. Und damit sind 1200 Rubine glatt eingespart für immer. Und ich würde sagen, es wird Zeit, diesen Zyklus zu beenden. Mehr habe ich jetzt eh nicht mehr. Ich glaube, beim nächsten Mal machen wir wieder einen Story-Zyklus. Falls euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über ein Like und einen Kommentar freuen. Ebenso über ein Auf, wenn ihr weiterverfolgen wollt. Bis zur nächsten Folge. Tschüss!